Ziel zerstört. Hallo liebe Leute, hier ist euer Strelok und ich begrüße euch bei War Thunder. Heute, ja heute wurde das 1.4.1 Update von, also bei War Thunder aufgespielt. Das heißt, die Bodentruppen sind jetzt für alle Spieler zugänglich, egal ob sie an der Closed Beta teilgenommen haben oder nicht. Es gibt sogar einige neue Fahrzeuge. Zum Panzer 38T hat sich der 38T Ausführung F gesellt. Mit einer stärkeren Wannenpanzerung. Und es gibt den Hetzer. Schön. Einfach schön. Und die Premium-Fahrzeuge wurden freigeschalten. Also, wie ich vor einigen Wochen mal sagte, ich habe mir dieses kleine Tankpack damals gekauft. Und da war einmal der Aufklärungspanzer 38T drin. Und auf der anderen Seite der T26E mit einer verdoppelten Turmpanzerung. Hier steht das noch ein bisschen falsch drin, da ist die Wannenpanzerung verdoppelt im Gegensatz zur Turmpanzerung, aber also ich glaube zumindest, dass das so ist. Bei den Russen, ich glaube, da ist nicht so viel noch dazu gekommen. Beziehungsweise glaube ich, dass da gar nichts dazu gekommen ist. Lass mich kurz nachsehen, das hätte ich natürlich vorher schon machen können. Aber das sieht alles noch so aus wie vorher. Wie ehemals. So. Ich habe heute schon ein bisschen gespielt, keinen einzigen Sieg davon getragen. Allerdings. Ja, man bekommt mit dem Aufklärungspanzer 38T sehr schnell Crew-Erfahrung. Also die ist inzwischen halt, das war falsch. Hier. Schon auf der Hälfte bis zum Experten. Also bis zum, ja. Also sie ist jetzt Experte und also ist quasi schon über die Hälfte bis zur nächsten Stufe. Sind alle ganz gut verteilt so. Und ja, ich finde, dieses Fahrzeug sollte ich fairerweise euch mal vorführen. Ich habe inzwischen auch den Panzer 4C wieder freigeschalten. Das Schöne ist, die Lackierung wurde quasi, also die Lackierung, die ich im Closed Beta Test ausgewählt habe, die wurde hier wieder hinzugefügt. Und die Lackierungen, die es beim Panzer 3 gab, was ich, das habe ich gar nicht gezeigt. Also die Streifen und die Flecke und die Tarnpunkte und so, die kann man sich jetzt freischalten. Zum Beispiel, hier haben wir für den Panzer 3M 100 Abschüsse, also 100 Spieler abschießen, KI zählt da glaube ich nicht. Bekommt man die zweifarbige, für 120 bekommt man die Punkte, 150 die Linien. Also quasi wie bei den Lackierungen oder Flugzeug-Markings. Bei den Flugzeugen. Ja. Aber zeige ich euch mal
den Aufklärungspanzer 38T im Gefecht. Jetzt kann man damit wirklich auch in Arcade-Gefechte ganz normal so gehen, muss nicht über die Ereignisse gehen, denn irgendwie gibt es sie hier gerade nicht. Obwohl hier da steht 8 Ereignisse. Ja, soll uns nicht weiter stören. Wow, 80 Spieler auf deutscher Seite. Und los geht's. Es ist auch eine neue Karte dazu gekommen. Die behandelt irgendwie den spanischen, also ist so ein bisschen spanisch angehaucht. Ob das für Bodentruppen auch zugänglich ist oder nur für Flugzeuge, das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ja, also man startet bei dem hier halt schon komplett geupgradet. Und so. So ist er. Also so sieht er aus. Und er ist extrem schnell und wendig. Gut, es ist ein Aufklärungspanzer. Man sollte da von dem Fahrzeug erwarten, dass er schnell und wendig ist. Was er allerdings auch ist, er ist ein bisschen schwierig. Er ist ein bisschen schwierig zu steuern, denn er ist halt sehr hoch und sehr schmal. Und wenn du da, ja, hier wäre es beinahe schon passiert, wenn du da etwas schneller in die Kurven fährst, dann kann es passieren, also da kann das sehr schnell passieren, dass dir das Teil umkippt. Und wenn du nicht Glück hast und quasi wenn du nicht Glück hast, dass du quasi so rollst, dass du am Ende wieder auf allen Vieren stehst oder auf deinen Ketten halt, dann liegst du da halt. Ersten Gegner ausgeschalten, das ist einer von uns. Ja, was ihr gesehen habt, die KI-Gegner waren im Alpha-Test, im Beta-Test, waren das noch Panzer 2. Jetzt sind das Panzer 38T. Ist ein bisschen fairer, weil da kommt Artillerie rein. Oh, da kommt noch mehr Artillerie rein. Und so sehr das der Aufklärungspanzer 38T gut gepanzert ist, er ist halt oben offen. So. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Die Russen haben halt ihre T-26 und die haben halt eine verdammt gute Kanone. Ja, und da ist es jetzt etwas fairer. Ach, ich brenne ja. Und wenn du da jetzt so ein Panzer 38T für die Deutschen quasi hast, da ist da ein bisschen mehr. Scheiße. Da ist ein bisschen mehr Herausforderung quasi. Anstelle von so einem Panzer 2, der einfach nur dich mit seinen 20 Millimetern behakt und
nichts weiter passiert, weil die Durchschlagsleistung von der 20 mm einfach so grottig ist. So, wo bin ich? Da bin ich. Im Norden gestartet. Und ich finde, für reine Demonstrationszwecke zeige ich euch mal, wie man am besten den Aufklärungspanzer 38T umlegt. Ups, das ging ja nochmal gut. Da bin ich jetzt erstaunt, dass er nicht umgekippt ist, aber ihr habt gesehen, er hat ziemlich, sag ich mal, Schlagseite bekommen. Wäre ich schneller gewesen oder ein, also vor allen Dingen bei Hang 1, 2, 3 Worte sind einfach bei Hangabwärtsfahrten. Ist es halt so, da. Da kann er dir halt gerne mal sehr schnell umkippen. Aber was schön ist, die Kanone ist halt sehr geil. Ist die Flak 38. Also nicht die Flak 30, die der Panzer 2C hat, sondern die Flak 38, die dann der Panzer 2F hat. Und die. Aua! Oh, das war ziemlich. Ziemlich viel Glück hatte ich da. Und ich glaube, wenn du schnell genug fährst, einen Hang runter und dann bremst, dann kannst du dich auch nach vorne überschlagen. Alter, was ist das für Lex? Das geht ja gar nicht. Also ihr seht, 42 km/h. Damit kann man schon was anfangen. Eine gute Kanone. Die Panzerung ist auch nicht die schlechteste mit 50 mm an der Front. Natürlich lädt er jetzt nach, wo da unten ein BT-7 langkommt. So, jetzt holen wir uns dann nochmal nach Artillerie runter. Ja, ist ja gut. Ich ziehe mich ja schon zurück, Junge. Alles noch ganz, alles noch ganz. Ja, der hat halt 50 mm Frontpanzerung, wie. Ach du Scheiße. Wie der. Wie der Panzer 38. Nee. Doch, Panzer 38T, Ausführung F. Und auf dessen Wanne basiert der halt. Ja, die prallen alle ab. Oh, ich brenne. So wie es aussieht, hat der Panzer 2C da den ganz normalen Standardgurt quasi verwendet mit dem abwechselnd panzerbrechend und ja, das war vorhersehbar. Und Sprenggranaten. Hast du halt gesehen, die einen sind durchgegangen bzw. haben abgeprallt und bei den anderen hast du halt so einen Puff. Und für die letzten paar Sekunden
Nehmen wir da noch den Panzer 4C. Gucken, ob wir damit noch was reißen können, irgendwas treffen, irgendwas wenigstens an die Front kommen. Ach Mist, jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wie man mit dem Aufklärungspanzer 38T umkippen kann. Naja. Mache ich nachher noch gleich einen Testraum auf. In Karelien lässt sich das sowieso besser darstellen. Der ist hinterm Hügel. Wir haben gewonnen. Hey, wir haben gewonnen! Da wart ihr jetzt live dabei bei meinem ersten Tagessieg. Ich bin ja total begeistert. Und juchhe, den alter Schwede, 1700. In Panzer 3E freigeschalten. Und als nächstes. Ein Flakpanzer. Ich wurde ja in den Kommentaren gefragt, ob ich mal ein Match nur mit einem Flakpanzer fahren kann. Habe ich gemacht mit der mit dem 6-2. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig, vor allen Dingen, weil das so geile Situationen dabei waren. Ja gut, das mache ich später. Jetzt holen wir uns noch hier den 3E rein und Testfahrt. Arcade. Meinetwegen, meinetwegen, meinetwegen. Da war zum Beispiel so ein T34 L11, also mit der kurzen Kanone. Er stand da, also ein gegnerischer. Und bin ich drauf zugefahren, kurz vorher. Das ist Kursk? Das ist das erste Mal, dass ich auf der Karte bin. Auf jeden Fall, der war da halt, der gegnerische T34. Und ich bin da drauf zugefahren, kurz vorher. Bevor ich ihn quasi gerammt habe, bin ich rechts an ihm vorbei. Weil das Problem an dem Flakpanzer ist halt, oder an der Halbkette, durch die Fahrerkabine kannst du die Kanone nicht direkt nach vorne, waagerecht nach vorne richten, sodass du nicht direkt nach vorne schießen kannst. Sondern nur quasi so zur Seite oder nach hinten. Wenn du nach vorne schießen willst, kannst du halt nur quasi so. Weil halt die Fahrerkabine im Weg ist. Und ich habe mich dann quasi wie so ein altes Kriegsschiff breitseits von dem T-34 hingestellt. Und ja, er stand dann einfach da. Und hat mir zwei Schüsse reingelatzt. Die haben mich nicht gekillt irgendwie. Also während er mir den ersten verpasst hat, habe ich ihm einen Gurt in den Motorraum verpasst. Hab ihm da alles Mögliche zerlegt. Dann habe ich ihm einen Gurt Richtung Munitionslager geschickt. Das, ja, hat da auch einiges zerlegt. Da hat er mir quasi die zweite Granate verpasst. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Karte hier. Und dann dachte ich mir, das ist ja schon ein bisschen wie russisch Roulette. So breitseits mit dem T-34 stehen und zwei Schüsse einstecken, ohne dass er dich gekillt hat. Der nächste könnte dich umbringen. Und da dachte ich mir, hältst du halt mal voll auf den Turm drauf. Ja, Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze, Verschlussblock und Geschützrohr zerlegt. Aber der T-34 war immer noch ganz. So, jetzt nehmen wir da den Hang. Der war immer noch ganz. Konnte halt nichts mehr machen, weil halt alles zerlegt war. Ja. So. Ihr seht, das war nicht wirklich ein steiler Hang.
War halt einfach eine scharfe Kurve. Das Lustige ist, man kann hier immer noch. Trollalalalalalalala. Und ja, wie ich ihm quasi dann den Turm so zerlegt hatte, gehen wir mal hier raus, habe ich gesehen, oh Scheiße, da kommt eine SU-122. Und das Ding bei den Teilen ist halt, die SU-122 mit den Sprenggeschossen, die verputzt die Halbkette einfach. Bin ich also weg, habe mich so hin an den Stein gestellt, dass gerade so, das Heck, also mit der Kanone rausgeguckt hat. Und stand vor Schüssen von der SU-122 gedeckt und hab mir einfach gedacht, okay, nächste Granate in deinem Gurt ist eine panzerbrechende, hältst du einfach mal auf dem Turmdrehkranz. Beim T-34 mit dieser 37 mm Kanone. Schuss, puff, hast einen Turm fliegen sehen. Das war ziemlich geil. Ja. Sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen? Der kleinen Vorstellungsrunde des Flakpanzer 38T. Wie gesagt, 50 mm Frontpanzerung. Selbst der Turm hier vorne ist mit 30 mm recht gut gepanzert. Die Kanone ist gut, die Geschwindigkeit ist gut, nur der hohe Schwerpunkt ist halt scheiße. Und ja, wie gesagt, ich erforsche jetzt als nächstes den Flakpanzer 1. Und dann dürfte ich eigentlich genug haben, um vielleicht sogar sofort zu der Halbkette zu gehen. Und sobald ich die Halbkette habe, werde ich mich wieder in Gefechte stürzen und werde dann ein reines Flak-Panzer-Gefecht für euch spielen und aufnehmen und euch dann präsentieren. Jetzt habt ihr erstmal den 38T gesehen. Demnächst werde ich euch noch den 26E vorstellen, wenn ich damit klarkomme. Und bis dahin verabschiede ich mich mit besten kameradschaftlichen Grüßen vom War Thunder 141 Update, das heute live gegangen ist. Und bis zum nächsten Mal, euer Stredog. Ciao.